Willkommen zurück zu SimCity. Martin hat schon die zweite, dritte Stadt Ne, die eröffnet. zweite. Oder die Ich versuche ja diese zweite. Uni-Stadt aufzuziehen. Mal gucken, ob das irgendwie mal von Erfolg gekrönt ist. Ich bin aber erstmal wieder meine Hauptstadt gesprungen, um da ein bisschen das voranzutreiben. Ich traue mich derweil nicht so recht, beziehungsweise ich weiß derweil nicht so recht, was ich eigentlich hier mache. Das ist jetzt nicht Du musst, unbedingt such was dir einfach mal Neues in meinem irgendein Leben. Ziel, so was du halt machen möchtest. Das ist wirklich so, man verliert dann, man verzettelt sich total. Es ging mir auch manchmal so eine Folge lang, wo ich irgendwie so wild vor mich hinklicke und eigentlich nichts erreiche. Man muss sich irgendwie so ein kleines Ziel setzen. Und dann kann man darauf mal ein bisschen hinarbeiten. Ich will halt, dass alle glücklich sind in meiner Stadt und es nur noch gewachsen wird, also nur noch es nur noch Aber Wachstum das gibt, muss halt dann überall. tatsächlich irgendwie klein anfangen. Du überlegst halt irgendwas. Ja. Weiß ich nicht. Wie gesagt, mehr höhere Einkommensschichten anziehen, dann baust du halt Parks. Oder du sagst, du möchtest die Dichte erhöhen. Ich versuche gerade ein Oh. bisschen Parks zu errichten, weil die hier rumgeheult haben extrem. Also, ja, Überraschung. Das hat ihnen natürlich wieder alles nicht gefallen, was ich ihnen bieten wollte. Aber das sind auch ein paar Heulsusen, meine Leute hier. Ich lösche jetzt alle Parks, die Stufe 2 sind. Wie du löscht die. Naja, und setzt stattdessen da dann Stufe 3 Parks hin. Kannst du es nicht erweitern um Stufe 3 Park? Das geht ja eben leider nicht. Sicher? Das ist ja das Blöde. Ich kann ja nur in der Klasse Echt? verbessern. Das habe ich Ja, noch nicht probiert, das ist deswegen total frage ich doof. halt. Ich erweitere den Park hier mal. Ich habe jetzt hier in Stufe 3 Park, ja. Warum habe ich Na, den stimmt, hier? man kann ja nur in den gleichen Park, aber die anderen brauchst du ja auch. Ist ja nicht so, dass du das andere gar nicht gebrauchen kannst. Ich will ja nur hochklassige bei mir in der Stadt Nur die haben. guten Menschen. Ja, naja, die, die mehr Geld haben, sind halt auch besser. Also deshalb haben sie ja mehr Geld. Ist ja irgendwie logisch, oder? So, klar. Ich will den einen Park ja der reißt immer was mit ein. Das ärgert mich gerade. Ich kann den einen Park. Ach, das geht so schlecht erweitern, ohne dass er was anderes mit einreißt. Was ist denn das? Plaza mit Brunnen, Zaun und Brunnenplatz. Ich mache derweil mal die Grundstückskarte an. Das sieht gar nicht so schlecht aus hier in die Ecke. Ich glaube, hier könnten wir noch ein So, kleines können hier noch einen Park haben. Sollen Sie sich mal Parkfleckchen freuen. gebrauchen. Nee, das machen wir nicht. Geht das hier? Ah, dass die immer. Man verliert dann echt immer ganz schön viel so an Häusern, wenn man irgendwo was hinsetzt. Teilweise schon, da muss man aufpassen, weil es wird ja mal vorher gelb angezeigt, was dann Ja. passiert. Und teilweise ist es schon so, dass man dann ganz schön verliert, das ist richtig. So, versuchen wir es mal so. So Wo ein möchten Sie denn noch? Hier möchten Basketballplatz. Sie doch bestimmt auch irgendwas haben. Das ist ganz gut. Das ist zum Beispiel scheiße hier. Was ist denn das? Ein Fußballplatz? Ja, nee, Wow. Fußball. Fußball, hallo? Da stellen wir eine Oper hin, denn Was stellt Oper sein findet Opa jeder dahin? gut. Bitte? Ich stelle den Opa dahin. Soll der mal was machen? So, das löschen wir hier auch. Ich will nicht, dass hier die Armen so abhängen in meiner coolen Gegend. Ja, ich merke schon. Läuft gut bei dir. Sehr elitär hier alles. Ja, ich merke schon. Muss aber manchmal auch sein, in manchen Gegenden halt. Aber man braucht tatsächlich auch verschiedene Leute aus verschiedenen Einkommensschichten. Die können ja aus deinen Arme-Leute-Städten kommen. Ja, Ich ja, habe ja. hier Verkehrssysteme gebaut, die für Leute aus, ja, ich möchte sagen, aus deinen Kreisen Brauchst entsprechend du über meine sind. Stadt überhaupt nicht herziehen, ja? Also meine Stadt ist der Shit. Ich Da weiß. kannst du mal Ich weiß. hier gucken, ja? Das ist Grund Gucken. vor Neid. Gucken Sie mal. So, machen wir das weg. Ist halt blöd, ich versuche auch mal Das hat die dem Parks so gar zu nicht erweitern, dass halt nicht wehgetan. irgendwie dann zig Gebäude mit drauf gehen, weil das dann doch irgendwie ätzend ist. Was ist denn das hier, was da gerade entsteht? So. Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Hätte ich zum Beispiel auch gerne eine Grafik, wo ich sehen kann, welche Gebäude Platzprobleme haben, weil ich habe hier eine ganze Menge Gebäude, die scheinbar ja, die nicht weiterkommen, weil sie eben sagen, sie haben zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Und ja, ich weiß halt nicht genau, was ich mit denen machen soll, so richtig. Wir brauchen mehr Platz drumherum einfach. Wirklich. Ja, aber also
ich muss halt auf jedes Gebäude raufklicken, um zu sehen, okay, könnte sich das ausbauen oder könnte es sich nicht ausbauen? Und warum kann es sich nicht ausbauen? Ja, das stimmt schon. Ja. Das ist ein bisschen doof. Ich kann hier den zum Beispiel löschen, den Park, und setz stattdessen lieber vielleicht einen. So, obwohl aus meiner Stadt ist schon mal zum anderen welche zum Arbeiten gehen, ob das mal klappt. Der Pfeil zeigt schon sowas an. Auf der Straße, sagen sie. Ah, ich hab diese komischen. Dass man nicht ein bisschen über den Rand drüber bauen kann, das nervt leider extrem. Ach, jetzt könnte ich ja auch so ein niedliches Ding bauen, wie du es hast. Niedliches Ding, wie ich es habe? Was willst du bauen? Jetzt setze ich das halt hier hin. So. Boah, ich habe so viele offene Stellen. Aber es hat nicht gereicht, um das Wohngebiet irgendwie ins ganz Hohe zu treiben, also die Qualität. Warum habe ich denn so viele offene Stellen? Ich reiße hier nochmal gleich von dem Gewerbegebiet was ab, von dem Industriegebiet was ab. So viele offene Stellen, ich brauche mehr Wohngebiete. Und die können in einer anderen Stadt arbeiten, die Deppen. Diese Deppen. Und das Blöde, dieses, also echt blöde, diesen blöden Bahnhof hat zwar viel Geld gekostet, aber den reiße ich jetzt trotzdem ab, weil mich das halt tierisch ärgert, dass ich halt einen Überschuss habe und der einfach da stumpf nicht, einfach nicht akzeptieren will. Wahrscheinlich brauche ich eh nachher, probiere ich das nochmal. Ich baue jetzt noch ein anderes Kraftwerk. Muss ja eh nachher das irgendwann mal machen, was hier eigentlich für ein kleines. Dichte ist gar nicht so schlecht. Na, das lassen wir lieber mal stehen. Ist ja nicht so, dass ich zu viel... Ich verstehe manchmal nicht so ganz diese Qualitätskarte, wie die funktioniert, weil ich kann manchmal an bestimmte Orte was hinsetzen. Ja. Und anstatt so einen ordentlichen Radius zu ziehen, macht es mir nur so eine erhöht es mir nur die Quelle, ja, so fleckenartig. Ich weiß nicht genau, wie ich das Problem besser in den Griff bekommen könnte. So, dann sitzen wir noch. Was ist denn hier? Nee, das ist zu groß. Was gibt's denn klassisch? Kann ich die denn nicht quer anbauen? Komischen blöden Parks. Moment. Nee, geht auch nicht. Wenn ich Shift oder Steuerungstaste drücke, hilft es auch nicht weiter. Ach, guck mal. Ah, schau mal an. Und so, ich habe jetzt mal ein Ölkraftwerk noch gebaut. So, ist immer so ein bisschen, mach ich einfach mal, wo ich glaub, nicht dran glaube, dass das so die beste Idee aller Zeiten ist, weil ich eigentlich genug Strom hab. Aber mein Gott, wenn der ganze Zeit meckert und wenn jetzt dieser blöde Bahnhof immer noch nicht aufmacht. Nein, das weiß ich doch schon. Dann, weiß ich auch nicht mehr weiter. Weil ich hab halt, wie gesagt, Strom mit. Schmeißt da halt hin, sagst du. 152 Megawatt, viel. Also echt so ein Scheiß. Ach, die Straße ist da nicht verbunden an der Stelle. Aber das sieht man halt echt nur, wenn man ganz nah rangeht, so richtig. Okay, okay. Ja, das war vielleicht doch mein Fehler, aber echt mal. Ich hab's ja extra an die Straße gesetzt, das hätte er doch mal automatisch machen können, das kleine Stück. Wahrscheinlich seit zwei Folgen steht in den Kommentaren, schließ doch den Pasewalk ist bankrott in 13 Stunden. Aha. Ja, komm jetzt. Mach mal hier nicht so einen Scheiß. Ich habe jetzt überall wirklich, wirklich große Gebäude. Aber ich komme mit dem Müll nicht hinterher. Recyclinganlage kann ich mir nicht... Du hast nicht zufällig schon eine Recyclinganlage gebaut? Nein. Hast du in deiner zweiten Stadt schon mehr Müll? Da habe ich noch gar nicht geguckt. Stimmt, da müsste ich auch mal gucken. Das geht ja wahrscheinlich voll schief gerade. Ja, den Bahnhof kann ich jetzt witzigerweise nicht anschließen. Es wäre halt cool, wenn ich irgendwo jemanden Müll abkaufen kann. Beziehungsweise Müllwagen... wegkaufen dürfte, weil ich komme mit so geht's oder was? Wie dämlich ist das nicht zurecht. Was habe ich denn von Upgrades eigentlich in der Bürgermeistervilla? Was bringt mir das? Schön wohnen. Das ist echt nur so zum... Denke ich mal. Ich wüsste nicht, was sonst noch bringt. Was ist denn das für ein Gebäude hier? Ersatzteilwerk. Was? Die Leute protestieren zu niedriger Grundstücks... zu niedrige Grundstückswerte, sind die irre? Wenn man es halt schöner haben, wenn man halt in einem teuren Gebiet leben. Haben sie ja wohl nicht mehr alle.
Aber ich glaube, wenn ich meine Bürgermeistervilla upgrade, das bringt auch schon, das ist positiv für die Umgebung. Ich glaube, ja. Weil es zieht sich gerade so eine Welle der Begeisterung durch die Stadt, so, aber ganz langsam. Also es ist ja so, als würde eine Nachbarsfrau die nächste anrufen, so nach dem Motto, jetzt, ja, Emma, hast du schon gehört. Wird alles einzeln simuliert, so ist das halt. Ich weiß nicht, warum sie bei mir alle Emma heißen, aber dafür habe ich mich entschieden. Und damit müsst ihr leben. So, das Geld geht wieder ein bisschen nach oben. Ja, doch wieder ein bisschen im Plus. Ja, nee, wieder Minus. Zack. Bist halt auch in Berlin, ne? Da mein Gott. Ja, ich kann halt auch echt nicht mit Geld. Ich kann auch nicht planen. Das ist ja, eigentlich ist dieses Spiel überhaupt nichts für mich, weil ich ja überhaupt nicht planen kann. Bin da ja wirklich, wirklich komplett unfähig. Und es überfordert mich ja alles. Das ist also gar nicht meine Welt. Kann ich nicht hier draußen einfach eine neue Müllhalde? Ja, so meine Stadt ist ein Milliardärsspielplatz. Hier. Steht hier. Ich habe so viel Wohngebiete. So geht's. Komm, jetzt hier noch ein Müllwagen dazu. Wofür habe ich denn hier diese Verschmutzungsinsel gebaut? Ja, das ist doch... So geht's. Es geht aufwärts. Das siehste. Aber es kommt kein Geld rein, deshalb kann ich nicht viel machen. Mist. So, dann sollen wir hier noch ein bisschen Geschäfte entstehen. Aber man kann fast dann, wohl, wenn die Städte so ein bisschen größer werden, kann man fast gar nicht mehr so richtig durch die Stadt durchgucken, ne? Also, Was meinst du mit durchgucken? Naja, man sieht dann einfach nicht mehr, man sieht dann nichts mehr. Hier sollen noch Leute wohnen, dann wohnen die in der Nähe von den Geschäften. Und woanders baue ich dann nochmal... Bahnhof habe ich zwar gerade gebaut, jetzt erklärt sie mir aber nochmal, wie es mit dem Bahnhof funktioniert. Vielleicht habe ich ja was Wichtiges übersehen. Der Bahnhof befindet sich im Menü, bla bla bla, richtig... Auf Züge. Arbeiter, Käufer und Touristen aus der ganzen Region. Ja, siehst du. Das ist ja genau das, was wir wollen. Außerdem muss eine Straße verbunden sein. Bla bla bla. Ja, habe ich schon gemacht. Nein! Das hat natürlich Geld gekostet. Das heißt, ich wollte es doch nur. Ey, fick dich, echt. Ich wollte das nur wegklicken. Ist das der Hammer. Jetzt habe ich noch so einen zweiten scheiß Bahnhof gebaut. Ich wollte den anderen nur wegklicken, weil ich aus dem Menü nicht rauskomme, aus diesem. Tutorial-Menü. Jetzt hat er mir noch so einen scheiß Bahnhof hingestellt. Wenn ich ihn einmal hab, lasse ich ihn erstmal stehen, kann ich immer noch abreißen. Man kriegt auch zwischenzeitlich übrigens auch total schwachsinnige Missionen. Mir hat jetzt irgendein Arzt gesagt, ja, hier, er braucht mehr, er bräuchte doch mehr Patientenzimmer. Ja. So ein Quatsch, ist alles leer. Also, das ist, diese Ärzte, die wollen einen nur übers Ohr hauen. So, zwei Bahnhöfe nebeneinander, bestimmt funktioniert das überhaupt nicht. Bitte, die Umgebung lässt die Grundstückspreise senken? Sind die irre? Ich habe euch die fettesten Parks hingesetzt, die es weit und breit gibt. Ihr wollt mich verarschen, oder? Fritz findet das nicht gut, wie ihr merkt. Ich habe wahrscheinlich ja Klassenzimmer voll, sagt und mir, ich habe das alles andere ein bisschen vernachlässigt. Wie sieht's denn bei mir? So, was baue ich denn als nächstes? Industrie will ich ja komplett loswerden eigentlich in der Stadt. Der Nahverkehr ist eigentlich ganz gut aufgestellt bei mir. Ich habe halt jetzt immer... Ich habe hier so ein paar Gebäude, die können sich halt nicht weiterentwickeln, weil ihnen der Platz fehlt. Okay. Steuerservice. Super, was für Geräusche kommen. Oh je, eine Verletzung. Oh, da hinten brennt's. Starten los. Hoffentlich kommt da auch schon die Polizei. Feuerwehr? Ich kann ja nicht alles umreißen. Für die blöde. Und damit nur die Platz hat die Stadt. Das geht nicht. Warum kommt hier keine Feuerwehr? Fuck it, warum kommt keine Feuerwehr? Was hast denn du so für Einnahmen? Das Gebäude reiße ich wahrscheinlich ab, bevor sich das ausbreitet. Du? Was hast du so für Einnahmen pro Stunde? 8000. Warum brennt es hier und warum kommt keine Feuerwehr? Kommt die steht hier irgendwo im Stau? Hier steht ein Krankenwagen im Stau vor dem Krankenhaus. Hier steht immer ein Krankenwagen im Stau. Und wo bleibt die Feuerwehr? Oh, oh, oh. Diese ganzen Meldungen sind so komisch. Naja. Meine Polizei sagt mir, oh, das Verbrechen regiert. Ein Verbrecher pro Tag, eine Festnahme pro Tag. Ja, die Anzeigen sind immer ein bisschen... Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist ganz schön viel Quatsch dabei bei den ganzen Sachen. Wie kriege ich denn jetzt die Städte höher? Wo drückt denn der Schuh bei dir? Was nervt dich denn? Ich
brauche theoretisch mehr Platz. Ich müsste irgendwo ein bisschen Straßen wegreißen. Ich habe nur... Ich habe mich an manchen Gebieten einfach ein bisschen verbaut. Ja, das geht am Anfang schnell, weil man halt nicht genau weiß, wie das mal später aussieht. Ja. Sie sagen halt, sie können da nicht, sie können nicht wachsen, also sie können nicht größer werden, weil sie einfach nicht genug. Boah, habe ich jetzt viel zu viel Strom, weil ich halt das vorhin so aus Frust ja da das noch hingebaut habe. Dann sage ich eben viel zu viel Strom. Wo jetzt sagt er mir nur noch 50 Megawatt Überschuss. Das geht auch ganz schön schnell wieder weg anscheinend. Ich glaube, ich muss jetzt einfach ein bisschen warten, bis ich mal, bis ich wieder ein bisschen Geld habe. Oh. Meine Einwohnerzahl ist auch wieder gesunken. Keine gute Idee. Ist auch merkwürdig. Ja, wie viele Einwohner hast du? Ich habe jetzt wieder 76.000. Komisch. Ja, vielleicht hast du irgendwelche Sachen abgerissen. Ja, aber die Einnahmen steigen zumindest wieder so ein bisschen. Das kann ich dann... Ich schaue mir mal die Statistiken an. Nicht, dass ich aus dem sonderlich schlau werde. Beziehungsweise ich schaue mal, was in der Region mit meinem Zeug so passiert. Also, hier. Berater für Arbeitnehmer. Pasewalk hat freie Arbeitsplätze für die untere Einkommensschicht. Nutzen Sie die Wand der Region, um Ihre Nachbarn um die Ausweisung weiterer Wohngebiete für die unteren Einkommensschichten zu bitten. Ist das das hier? Nee, das ist die Arbeiterkarte. Also Arbeiter insgesamt. Und die brennt schon wieder. Habe ich so gut wie gar nicht. Wer hat denn davon was? Hat aber niemand. Untere Einkommensschicht. Aber die untere Einkommensschicht ist ja eh... Wer will die denn? Die will auch keiner. Ja doch, klar. Du brauchst auch einfache Arbeiter, die... Wofür denn? Ich habe ja nur Hochtechnologie. Ich habe nur Hochindustrie. Weiß nicht. Ich würde denken, man braucht halt auch einfache Arbeiter, ne? Ja, aber wie gesagt, ich kann ihnen doch gar nichts bieten. Ich kann ihnen doch nichts bieten. So, was ist hier? Achso, Großprojekt. Nee, das lassen wir mal noch. So. Bei mir jetzt mal werden nur 9. Ich werde immer. Bei mir brennen halt doch mal ein paar Sachen nieder, weil ich halt nicht genug Kapazitäten für die ganzen Sachen habe. Garage für Löschfahrzeuge habe ich gebaut. Büro des Brandschutzbeauftragten. Vielleicht sollten wir doch mal schauen, was eigentlich so in der Region an Gebieten gebraucht wird. Hubschrauber. Wird tatsächlich, ach stimmt, tatsächlich. Es wird, also Industrie wird halt gebraucht in der Region insgesamt. Und niedrige Einkommensschichten in der Region wohngebietmäßig wird da auch viel nachgeschrien. Habe ich irgendwas, was ich wegreißen kann? Ja, das hier. Zu hohe Steuern, jetzt hört auf rumzuhallen. So, jetzt kann ich mal meine Unistadt da hinten ja nochmal ein bisschen mit, dass da auch Fahrzeuge mal im Einsatz sind. Falls da halt mal ja, brennt oder auch vielleicht die Krankenwagen könnten auch mal vorbeischauen. So, mit die halt nicht vor die Hunde gehen. Was mit meinem Müllwagen? Aber ich, da habe ich hier über. Da habe ich gar keinen über. Ich muss da vielleicht mal nach dem Müll gucken. Man vergisst halt tatsächlich immer wieder irgendwelche Einzelbereiche. Sondern plötzlich wieder Müll. Ah, Feuerwehr. Krankenwagen gibt es ja auch noch. Oh, Nahverkehr. Strom, Abwasser. Und das hält halt immer. Oh, die Bildung stimmt nicht. Ah, Arbeitsplätze. Mehr das geworden. Es gibt werden verlassene Gebäude dann eigentlich wieder bezogen? Das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube schon. Es dauert halt manchmal nur. Manchmal kann man einfach dann abreißen. Aber die werden schon auch wieder bezogen, sonst glaube ich jedenfalls. Nicht, hoffe ich jetzt nichts Falsches. Aber ich denke schon. Sehr treffend, aber das Problem wird man einfach nicht lösen können. Die untere und die mittlere Einkommensschicht beschwert sich halt immer darüber, dass sie mehr Geld braucht. Aber das ist ja die Definition der unteren und mittleren Einkommensschicht, dass sie mehr Geld haben wollen. Also ist doch logisch. Die Oberen können dann vielleicht irgendwann mal sagen, wir können gar nicht so viel ausgeben, wie wir haben. Aber wollen das nicht alle irgendwie dann immer haben? Mehr Geld? Ja, ist doch komisch. Schon, ne? Bauen wir das Brandenburger Tor, will jemand? Ich sag jetzt mal, mache ich. Vielleicht mache ich es aber gar nicht. Ja, dann so. Schauen wir mal. Lösche ich halt das große Gebäude, wenn da keiner rein will. Muss wegen meiner Muster keiner rein. So, hier... Ist es weg. Ich will keine Beschwerden hören. Die kann ich jetzt auch noch erweitern, die Bahnhöfe, oder? Nee, die Bahnhöfe kann man gar nicht erweitern, oder?
Nee, Bahnhöfe kann man nicht erweitern. Komisch, ne? Ich auch schon geschaut gehabt, aber das geht nicht. Das ist ja gar nicht so schlimm, dass ich diese zwei Bahnhöfe hier habe. Ich habe natürlich unglaubliche Ausgaben, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich das ändern soll. Muss ich gestehen. Was passiert bei Müll? Bei meiner Müllhalde passiert überhaupt nichts. Das ist irgendwie komisch. Holen deine Leute alle den ganzen Müll, aber das. Ich habe die Haldenkapazität, aber das ist die Halde einfach voll. Das kann passieren. Du kannst aber auch eine Verbrennungsanlage irgendwo hinstellen. Habe ich eigentlich auch. Müll in der Verbrennung 0 Tonnen. Boah, du musst auch unfassbar viel Geld haben. Auf der Ressourcenkarte ist bei dir ein großer Balken Simoleons. Wie heißen die? Simoleons. Ja. Ich habe eine Müllverbrennung. Aber da muss doch stehen, wie viel da passiert. Müll in der Verbrennung 0 Tonnen. Aber warum? Läuft hier irgendwas falsch? Die Halde sieht auch nicht voll aus. Das ist ein grüner Rasen. Was ist, wenn ich auf die Müllkarte gucke? Was kann man da dann nochmal sehen? So. Sag mal, so hochwertige Feuerwehr oder sowas haben wir noch nicht. Eine richtige Feuerwache oder so. Sowas haben wir alles noch nicht gebaut. Krass. Oder? Krass. Du? Ganz kurz. Ich habe eine Feuerwache, eine große. Okay. Ich kann aber trotzdem von dir. Warte mal. Hast du denn aber auch schon verbesserte Löschfahrzeuge oder sowas? Achso, hier das sind alles nochmal andere Sachen. Brandschutzbeauftragte, gibt's verschiedene. Ah, okay. Bei mir werden nur 4.000 von 13.000 Tonnen geleert pro Tag. Mal gucken, ob das jetzt nochmal mehr werden. Also ich hab dir irgendwie 20, ich stelle dir 20. Wir fahren noch mal welche rum, aber das ist alles ganz schön voll. Ich weiß gar nicht, ich muss irgendwas verbessern da mal. Das mache ich mal, glaube ich, jetzt in der Folge noch, sonst vergesse ich das nämlich. Mehr Müllwagen. Wie geht das denn mit dem Recycling-Quatsch? Das wäre halt interessant. Da müssten wir halt eine Recycling-Anlage erstmal irgendwo hinbauen. Müsste die in der gleichen Stadt sein oder geht das auch in der Region? Das weiß ich nicht genau. Oh, nee, es geht auch woanders. Mein Problem ist, dass ich nicht dahin komme, dass ich mir darüber Gedanken machen muss, weil ich einfach nicht Geld zusammenkriege. Die braucht voll viel Platz. Ich habe meine Stadt so halbwegs irgendwie, dass sie so gerade sich über Wasser halten kann, aber für Investitionen und so ist einfach kein Geld da. Es wäre interessant zu wissen, ob ich die einfach in eine andere Stadt setzen kann und es dann gut funktioniert. Jetzt habe ich schon wieder Minus. Ich werde bescheuert. Dass ich halt nicht mich damit beschäftigen muss, dass da einmal das Geld. Ich würde gerne eine neue Stadt anfangen. Ja? Mhm. Ja, mach das doch. Ja, geht nicht. Wieso? Weil ich kein Geld habe. Ich nehme auch keins ein. Ja, eine neue müsste natürlich dann auch gleich sich selbst versorgen. Ja. Das ist natürlich dann nicht so einfach. Ich glaube, bei mir ist es momentan unfassbar langweilig. Weil einfach nichts passiert, deshalb nehme ich die Leute jetzt einfach mal mit auf eine. Ich glaube, bei mir ist es auch nicht so spannend, weil ich ja ganz viel durcheinander mache immer. Ist denn hier mal eine Straßenbahn? Ich würde gerne noch meine Stadt mit den guten Versionen von Feuerwehr und Krankenwagen und so ausstatten. Ja. Und dann mehr oder weniger in die nächste Stadt mich aufmachen. Aber im Moment ist das überhaupt nicht möglich. Das musst du auch irgendwie hinkriegen, dass du ein Plus. Du musst halt dann einfach deine Finanzen mal genau angucken. Ja, ich habe jetzt plus 181. Wir können mal in der nächsten Folge einfach ein bisschen gucken, ob wir dann nicht auf Vordermann kriegen. Ich habe aber die Steuern unfassbar tief. Also ja. Bildung kostet bei mir viel, Transport kostet viel und Parks kosten viel, aber weil ich halt auch die Qualität habe. Was ist denn hier los? Ja, wir gucken einfach mal in der nächsten Was Folge, wie wir deine Stadt auf Vordermann kriegen. Was ist denn los? Das glaube ich nicht. Och nee, Leute. Was ist denn das bitte? Was ist denn? Du musst das sagen. Die komplette Straße hat sich zum Stau von allen Nahverkehrsmitteln zusammengebaut. Ich habe eine Straße, wo alle Busse und... Ja doch, da stehen alle Busse in der Schlange. Alle. Das sind... Ja, ich würde tippen 20 Busse. Echt? Ja, ich habe auch... So sie bewegen sich nicht weiter. Es passiert nichts weiter. Man muss tatsächlich ein bisschen aufpassen wohl, wie man die Bus-Dinger platziert. Auf welcher Straßenseite und so. Und das ist halt gar nicht so trivial. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Was soll ich denn da jetzt machen? Ich lösche jetzt hier mal die Bushaltestelle. Vielleicht musst du die Bushaltestellen einfach mal neu aufbauen und dann irgendwie an Plätzen, wo halt nicht so viel los ist. Also an den schlimmen Straßen irgendwie. Aber in der Zeit habe ich auch einige Probleme mit dem Staus. Kann ich gar nicht löschen, die Bushaltestelle. Da muss ich die Straße löschen. Das können sie aber vergessen. Echt? Man kann die Bushaltestelle nicht abreißen? Scheinbar nicht, nee. Tja. Vielleicht schaut das jemand mal klug in die Kommentare. Das wäre mal ganz gut. Vielleicht könnt ihr uns bei solchen Problemen mal helfen. Ja, also das bräuchte ich jetzt mal. Ich bräuchte mal eine Info, was ich jetzt hier falsch gemacht habe. Ich zeige euch das mal kurz. Also sie stehen hier alle und ich weiß nicht, vielleicht muss ich hier eine breite Straße, also die hier umbauen, zu einer breiten Straße umbauen. Diese Avenue, diese ganze Strecke hier so runter.
Aber jetzt hat es sich ein bisschen aufgelöst. Aber das ist schon ein bisschen komisch, was hier gerade abgeht. Ja, vielleicht kriegen wir ein paar hilfreiche Tipps, dann können wir das irgendwann in den nächsten Folgen mal umsetzen. Schauen wir mal. Das Problem ist leider immer mit den Tipps. Der eine sagt, mach das so und so, und dann kommt der nächste Tipp, der genauso schlau wirkt. Also, es gibt in der Tat genau gab es einige. Oder das macht den gleichen, das wirkt für mich, klingt für mich genauso schlau, nur widersprechen sie sich halt hundertprozentig. Und oft ist es auch so, wie manche Sachen wissen wir auch besser, und dann kommt halt 50 mal der gleiche Tipp. Alle schreien es halt schon mit 50 Ausrufezeichen. Ja, um die Dichte zu erhöhen, müsst ihr immer mehr Parks bauen. So, nee. Stimmt halt nicht. Parks erhöhen halt den Grundstückwert, aber nicht die Dichte zum Beispiel. Oder mit meinem Geldproblem, alle mal, ja, da war ganz klar, bei Minute 7, 12 hast du deine 10.000 gekriegt, und nee, das war das regelmäßige Einkommen. Das Geld von Christian war immer noch nicht da. Oder, ja, du musst in deiner Stadt gefälligst auch da sein, darfst dich nicht nur von außen beobachten, dann kommt das Geld ja nie an. Stimmt ja auch nicht, weil ich habe ja mit Christian, der in seiner Stadt aktiv spielt, auch Geld ausgetauscht, hat auch ewig gedauert. Also, das Spiel hat er mir auch irgendwann gesagt, von wegen, ja, hier, es würde einen Tag dauern, dass es da sei, das Geld. Ja, also wie gesagt, Tipps sind schon ganz gut, aber versucht mal nicht, dass ihr so Halbwissen irgendwie so dann mit 50 Ausrufezeichen, sondern vielleicht mal so sagen, entweder eine Vermutung äußern. Na gut, aber woher sollen die Leute das dann auch anders oder besser wissen? Also es spielt ja auch jeder nur und kann ja nur aus. Ja, aber dann sollte man halt nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger und dem Hut des Wissens halt rumlaufen und mit groß kundtun, wie es halt genau richtig ist. Wenn man halt nicht wirklich hundertprozentig sicher ist, weil dann, wenn wir halt so falsche Tipps bekommen, haben wir auch nichts davon. Und wie gesagt, manchmal wissen wir es besser, manchmal wissen wir es vielleicht auch nicht besser, dann gibt ihr uns einen Tipp, wie wir befolgen, dann ist halt großer Quatsch. Also, wenn ihr... Keine Sorge, mir könnt ihr jeden Tipp geben, weil ich bin, wie gesagt, schon lange vollkommen überfordert von allem, was ich hier so tue. Ich mach einfach irgendwas. Ich muss mal ein bisschen auf meine Verkehrswege bis analysieren, da gibt es halt manchmal echt ganz schön Probleme. Jetzt ist es aber wieder, also hier ist wie gesagt eine Ecke, die ganz merkwürdig ist. Ich verstehe auch nicht, warum die Busse nicht irgendwie sich eine andere Strecke suchen. Vielleicht reiße ich das auch mal ab und mache hier einfach eine fette Straße. Das Problem ist, das kann ich mir nicht leisten. Tja, also wie gesagt, ihr merkt, wir haben viel zu tun. Wahrscheinlich haben wir in der nächsten Folge schon wieder die Hälfte der Probleme vergessen, entdecken dafür vielleicht neue. Aber irgendwas werden wir schon hinkriegen. Oh, hier brennt's. Schauen wir in der nächsten Folge, womit wir uns dann beschäftigen. Gibt genug zu tun. Also, bis dann. Ciao.